Gelesen aus 365 mal er von Wilhelm Busch. 13. September. Darum siehe, ich will sie locken und will sie in eine Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Hosea 2, Vers 16. Das Darum ist das Schönste an diesem Wort. Gerade vorher nämlich heißt es, sie vergisst mein, spricht der Herr. Gemeint ist Israel, das wie eine untreue Frau angesehen und angesprochen wird. Sie vergisst mein, spricht der Herr. Nun erwartet man doch ernste Gerichtsworte, Strafen und Zorn. Und was sagt der erzürnte Herr? Darum will ich sie locken und will sie in eine Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Das ist göttliche Logik. Wir kennen nur die menschliche Logik. Wer böse ist, wird bestraft. Bei Gott ist es anders, seitdem Jesus unsere Strafe getragen hat. Weil wir böse sind, weil wir unseren richtigen Herrn verlassen haben, weil wir Trost und Hilfe suchten, wo sie nicht zu finden sind, weil unser Herz böse und verstockt ist. Darum will der Herr uns locken und freundlich mit uns reden. Hier haben wir das ganze Evangelium, die Schriftgelehrten und Pharisäer, so berichtet das Neue Testament, verwunderten sich, dass Jesus sich so nahe zu verlorenen Leuten tat. Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen, sagten sie halb erstaunt, halb vorwurfsvoll. Und darauf erzählt ihnen Jesus die Geschichte von dem Hirten, der das verlaufene Schaf nicht verderben lässt, sondern ihm nachgeht, es sucht und sucht, bis er es findet. Vielleicht erscheint uns diese Botschaft gar nicht so wundervoll. Aber wenn wir einmal erschrocken sind über uns selbst und über die Heiligkeit Gottes, dann werden wir froh, dass Gott uns nicht verderben will, was wir verdient hätten, sondern dass er uns lockt und sucht und uns Gnade in Jesus anbietet. Herr, zieh uns, dass wir deinem Locken folgen. Amen. Ich kann dir den Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.